Was geht ab? Hello und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, dir geht's gut. Richtig, richtig geil, dass du da bist. Worum soll es heute gehen? Das ist die Frage und die beantworte ich dir jetzt. Heute soll es nämlich um das Thema Pausen gehen und wie du Pausen genau wie deine Arbeitszeiten auch in deinen Alltag integrieren kannst, damit du nicht nur besser gelaunt bist und mit einem Lachen auf den Lippen durch den Tag gehst, sondern dass du auch produktiver bist und einfach mehr schaffst, Honung auf produktiver, dass du eben auch produktiver arbeiten kannst und bessere Resultate erzielst. Ich freue mich extrem, dass du hier heute am Start bist, dass du dir das Video anguckst. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich natürlich wahnsinnig über ein Abo freuen, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne dein ehrliches Feedback in die Kommentare hauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video und weil es heute um das Thema Pausen gehen soll, habe ich mir gedacht, ich schnapp mir einfach mal die GoPro, mit der ich das Video jetzt gerade aufnehme und nehme dich einfach mit in meine Pause. Ich bin nämlich gerade dabei, eine Runde laufen zu gehen und wie man unschwer erkennen kann, befinde ich mich gerade draußen im Wald. Ich finde es einfach extrem geil, seine Pause draußen in der Natur zu machen. Am besten einfach im Wald, wo man seine Ruhe hat. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß beim Video. Vielleicht kann ich dir den ein oder anderen Denkanstoß mitgeben, ein bisschen Inspiration liefern und dich auch motivieren, deine Pause aktiv zu gestalten, ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen und dich danach besser zu fühlen und mehr zu schaffen. Viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Und ich glaube, den Struggle mit den Pausen kennt jeder irgendwo. Ja, man redet sich selber irgendwie ein, ich habe jetzt gerade nicht die Zeit dafür, das kann ich mir jetzt gerade einfach nicht erlauben, da fehlt mir einfach die Zeit für. Aber glaub mir, genau dann, wenn du solche Gedanken hast, wenn du dir selber nicht die Zeit dafür nimmst oder dir die Zeit gönnst, genau dann brauchst du diese Pausen am meisten. Auch wenn es einfach nur 10 oder 15 Minuten am Tag sind. Geh raus, nimm diese Zeit, gönn dir wirklich die Pause, trag dir diese Pause fest ein. Und am besten machst du diese Pause wirklich draußen an der frischen Luft. Einfach mal rauszoomen, den Gedanken ein bisschen Raum geben, den Kopf wieder durchlüften, um dann wieder Platz für Neues zu schaffen. Weil wenn du nur mit dem Tunnelblick immer bei dieser einen Sache dabei bist, die Gedanken sind dann so gefesselt, dass du das gar nicht mehr siehst, dass du eigentlich viel mehr kannst. Ja? Deine Kreativität wird dann so krass eingeschränkt. Und in diesem Tunnelblick, ja, du hast diese Scheuklappen und kannst gar nicht mehr irgendwie rechts und links gucken, oben und unten. Du siehst nur noch diesen einen Punkt, auf den du dich fokussierst. Und wenn du rausgehst, ein bisschen Abstand gewinnst von dem, wo du gerade so richtig krank am Hasseln bist, dann gibt dir das extrem viel. Und du wirst dann auch merken, wenn du dann die Pause machst, auf einmal kommen dir wieder neue Ideen, du hast wieder neue Impulse, hast neue Energie vor allem und kannst dann daraus wieder neue Kraft schöpfen, kriegst wieder richtig Bock auf die Sache, weiterzumachen und weiter Gas zu geben. Super wertvoll und solltest du auf gar keinen Fall vernachlässigen. Und glaub mir eins, gerade wenn du dir selber denkst irgendwie, ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür, ich kann es mir einfach nicht erlauben, genau dann brauchst du diese Pause am dringendsten. Und genau dann solltest du dir die Zeit auch einfach nehmen. Ich mache das beispielsweise so, dass ich mir die Zeit immer, wo ich mich konzentriert hinsetze, teile ich mir immer so in 60 bis 90 Minuten Blöcke ein. Und in diesen Zeiten setze ich mich dann hin und konzentriere mich wirklich richtig fokussiert auf diese eine Sache, an der ich gerade arbeite. Und wenn dann diese 90 Minuten um sind, dann mache ich eine Pause. 15, 20 Minuten einfach wieder ein bisschen den Kopf durchlüften. Und in diesen 15 oder 20 Minuten, da kannst du die Zeit dann sinnvoll für dich nutzen. Nach diesen 15, 20 Minuten Pause machst du dann weiter. Dann kommt der nächste 90-Minuten-Block. Man erwischt sich halt selber immer dabei. Ja? Das ist bei mir genauso. Wenn man dann irgendwie so denkt, okay, ich habe jetzt gerade echt keine Zeit dafür rauszugehen, dann erwischst du dich selber dabei, wie du zwischen dem, was du eigentlich machen sollst, sitzt du dann auf einmal mit dem Handy da und scrollst dann irgendwie durch die Instagram-Stories. Und dann sind 10, 15 Minuten einfach mal so, einfach mal so eben weg. Aber du hast halt nichts Sinnvolles gemacht. Du hast nichts Sinnvolles gemacht, was dich dann wirklich weiterbringt oder was dir persönlich sogar helfen würde. Da möchte ich dich einfach inspirieren oder gerne auch dazu motivieren, einfach was Sinnvolles für dich zu machen. Weil diese 10 oder 15 Minuten, die hat wirklich jeder. Du hast immer 10 Minuten Zeit. Und wenn du dir selber denkst, du hast die Zeit nicht, dann guck dir einfach nochmal deinen Tagesablauf ganz genau an, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir 10 Minuten Zeit irgendwie mal rausnehmen kannst. Einfach rauszugehen in die Natur, den Kopf durchzulüften. Und was eignet sich besser dafür, um den Kopf durchzulüften, als einfach mal eine aktive Mittagspause zu machen? Ja, du machst ja irgendwie, keine Ahnung, klassisch Germany, du machst um 12 Uhr Mittagspause und setzt dich dann irgendwie in dein Büro oder setzt dich rein und machst dann eine halbe Stunde Mittagspause, ziehst dir da dein Brot rein und danach machst du weiter. Nimm dir dein Brot einfach mal mit auf die Hand oder dein Porridge oder was auch immer du dir gerne mittags machst. Nimm dir das einfach mal auf die Hand, geh raus, mach deine Mittagspause einfach draußen. Geh eine Runde spazieren, die 30 Minuten, die du drin sitzt, kannst du genauso gut auch draußen investieren.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe keine Zeit dafür. Kommt einfach nur darauf an, wie du dir die Zeit selber einteilst. Wenn du deine Mittagspause beispielsweise draußen planst, hast du wieder 30 Minuten Zeit gewonnen, die du einfach draußen nutzen kannst. Kannst den Kopf durchlüften, kannst tief durchatmen, wieder Platz im Kopf schaffen für neue Gedanken, für neue Kraft und kannst einfach aus der Natur neue Energie aufnehmen und bist direkt besser gelaunt. Du bist einfach positiver, du hast danach mehr Bock, hast mehr Energie, wieder loszulegen. Was du draußen machst, ist ja komplett egal. Ob du jetzt spazieren gehst, ob du laufen gehst, ob du mit dem Fahrrad fährst, ob du Inliner fährst, ob du Longboard fährst, ob du Skateboard fährst, was auch immer. Einfach Hauptsache draußen Sonne tanken, rausgehen, frische Luft atmen und einfach Spaß haben. Einmal am Tag auf jeden Fall rauskomme und mir die Zeit nehme für mich selber einfach, ja, rauszugehen in die Natur, den Kopf wieder frei zu machen für neue Gedanken. Genau deswegen möchte ich dir das auch ans Herz legen oder dich dazu inspirieren, das Gleiche zu tun, weil es mir einfach extrem geholfen hat. Und deswegen möchte ich dir das mitgeben und dich inspirieren, das auch zu tun. So, weiter geht's. Man hat da meistens nämlich einfach die krassesten Erwartungen an sich selber. Ja, setzt sich da extrem unter Druck. Manchmal kommt der Druck dann auch von außen und stresst einen dann noch zusätzlich. Man muss einfach mal begreifen, dass dieser ganze Stress, den man sich selber macht, oder dieser Druck, unter dem man sich setzt, dass der nur von einem selber kommt. Wenn du das verstanden hast, dann verstehst du nämlich auch, dass nur du diesen Stress dann wieder bekämpfen kannst. Weil wenn du dir den Stress selber machst, dann kannst nur du den Stress auch wieder auflösen. Es gibt immer irgendwie Termine, die man einhalten muss, Gespräche oder irgendwelche Personen, die gerade nicht warten können. Aber auch dann ist es so, dass du deinen Tag strukturieren kannst. Beispielsweise jetzt in der Zeit werden wieder Klausuren geschrieben oder es gibt Abgaben in der Uni, es gibt irgendwelche Projekte, die fertiggestellt werden müssen. Und dann ist es ja meistens so, dass du dir deinen Tag sogar selber planen kannst. Deine Arbeitsblöcke, wo du lernst oder wo du an deinem Projekt arbeitest, genauso einteilst wie deine Pausen auch. Der Punkt ist einfach, stress dich nicht. Der ganze Stress, den du dir machst, ist größtenteils einfach unnötig. Du setzt dich so krass selbst unter Druck, gar nicht mehr den Kopf hast, da wirklich fokussiert auf dein Projekt oder auf deine Klausur oder auf deine Abgabe oder was auch immer zu konzentrieren, sondern du bist im Kopf dann nur noch dabei, deinem Stress oder deinen Erwartungen gerecht zu werden und dadurch werden halt deine Ergebnisse dann auch negativ beeinflusst. Deswegen stress dich weniger. Gönn dir die Pause, mach was, was dir gut tut, um dann wieder daraus neue Kraft zu tanken und mit dieser Energie dann wieder richtig durchstarten zu können und das Beste geben zu können, was du nämlich eigentlich kannst. So, ich bin mal ein bisschen weitergelaufen. Als kleinen Tipp noch, was mir persönlich extrem geholfen hat, wenn dir das am Anfang noch ein bisschen schwerfällt mit dem Rauszoomen oder den Gedanken schweifen lassen, den Gedanken Raum geben, kann ich nur empfehlen, such die Orte raus mit einer richtig schönen Aussicht. Beispielsweise dieser Ort. Orte, wo du einfach rundherum eine wunderschöne Aussicht hast, einen richtig schönen weiten Blick, einfach eine Ansicht, die dir selber gefällt, die dich glücklich macht und die dir Spaß macht. Das kann extrem dabei helfen, einfach die Gedanken schweifen zu lassen, ja, diese Weitsicht zu trainieren, weil dadurch, dass du halt so einen mega geilen, weiten Ausblick hast, schweifen die Gedanken automatisch irgendwie ein bisschen ab, wenn du dich da drauf konzentrierst und einfach mal mit den Gedanken so die Umgebung erkundest, die Aussicht genießt, dann hilft das extrem dabei, den Gedanken einfach Raum zu geben. Gerade an solchen Punkten, an solchen Aussichtspunkten, kann man das extrem gut trainieren. Das hat mir persönlich extrem geholfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das auch für dich selber auszutesten, für dich selber zu trainieren. Und zu dem Thema Druck, zu dem Thema Erwartung an sich selbst und den Stress, den man sich selber macht, habe ich auch jetzt am Montag noch eine neue Podcast-Folge hochgeladen. Da gehe ich nochmal ausführlicher darauf ein, was mir persönlich geholfen hat, damit umzugehen. Gebe ich dir dann nochmal intensiv oder detailliert mit. Also sehr gerne auch beim Podcast Straffenzeit vorbeischauen. Link habe ich dir natürlich in die Videobeschreibung gehauen. Hier nochmal kurz zusammengefasst. Gönn dir Pausen. Mach das, was dir Spaß macht. Stress dich weniger. Ja, nimm den Druck einfach ein bisschen raus. Schraub deine Erwartungen an dich selber ein bisschen runter. Strukturier deinen Tag vernünftig. Und tank ordentlich Energie. Und mach das, was dir Spaß macht. Peace out. Ich laufe jetzt noch nach Hause. Wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Mittag, was auch immer, wann du dir das Video anguckst. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir vielleicht geholfen hat, du die ein oder andere Inspiration mitnehmen konntest, würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn du mir Feedback in die Kommentare haust, ob dir das Video gefallen hat, welche Learnings du mitgenommen hast, gerne in die Kommentare hauen. Und wenn du es noch nicht getan hast, lass mir gerne ein Abo da. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Peace out. Danke. Ciao.